Seit einigen Wochen beschatte ich den Verdächtigen nun. Er war mir immer einen Schritt voraus, doch ich kam ihm langsam näher. Er war aber nur ein kleiner Fisch im Teich. Ich wusste, ich musste seinen Boss finden. Und dann war es soweit. Ich habe gehört, wann und wo er sich das nächste Mal mit ihm treffen sollte. Ich hatte es also geschafft, dachte ich. Ich war ihm endlich auf die Schliche gekommen, dachte ich. Doch ich habe ihn unterschätzt, denn er benutzte ein Kommunikationsmittel, das mir völlig neu war und gegen das ich nichts auszurichten wusste. Damit auch wir geheime Nachrichten versenden können, benötigen wir ein Blatt Papier, einen Faden, einen Luftballon, etwas Klebeband, eine Schere und einen Stift. Um unseren geheimen Nachrichtentransport zu bauen, nehmen wir das Blatt Papier und schneiden davon einen etwa 5 cm breiten Streifen ab. Den Streifen schneidet ihr dann in der Mitte der langen Seite einmal durch, rollt diesen eng zusammen und fixiert ihn mit etwas Klebeband. Das so entstandene Röhrchen fädeln wir jetzt auf den Faden. Den wir nun zwischen Start- und Endpunkt unserer Nachrichtenbahn aufspannen. Jetzt können wir die Nachricht auf den Zettel schreiben und diesen mit zwei kleinen Stücken von dem Faden an der Mitte des Röhrchens befestigen, genauso wie Felix das hier macht. Achtet dabei darauf, ein langes Stück Klebeband zu verwenden, dessen Seiten noch über das Röhrchen hinaus hängen. Wofür das da ist, seht ihr dann gleich. Wenn wir das geschafft haben, können wir unsere geheime Nachricht schreiben. Aber pssst, die ist geheim. Wir falten den Zettel noch schnell zusammen und binden ihn dann mit den Fäden an das Röhrchen. Dafür machen wir einfach zwei Schleifen. Die erste und die zweite. Nun pusten wir den Ballon auf. Wenn dieser schön voll ist, können wir ihn auch am Röhrchen befestigen. Dafür kommt jetzt der Klebestreifen von eben ins Spiel. Hierbei müsst ihr aufpassen, dass das Röhrchen beim Ankleben nicht knickt, sonst funktioniert es nachher nicht richtig. Wenn du die Öffnung des Luftballons jetzt loslässt, saust der Ballon in einem Affenzahn los. Er hat also das Rückstoßprinzip benutzt, wie gerissen. Glücklicherweise konnte ich auf lifephysik.de nachlesen, was es ist und weiß jetzt alles darüber. Jetzt, wo ich verstanden habe, wie diese Kommunikationsmethode funktioniert, habe ich einen Plan entwickelt, wie ich die Nachrichten abzweigen kann. Der Trick ist hierbei einfach. Ich schneide einfach das Kabel durch und füge meine Nachrichtenabhörstelle an der Stelle ein. Nun kann ich alle Nachrichten abfangen.